Der Baden Airport rüstet auf. In Sachen Brandbekämpfung ist der Flughafen Karlsruhe Baden-Baden seit wenigen Wochen auf dem neuesten Stand der Technik. Die bisherige Flotte von 12 Löschfahrzeugen wird erweitert um zwei sogenannte Panther 6x6 CA5 von der Firma Rosenbauer. Die Hightech-Feuerwehrfahrzeuge können gleichzeitig 250 Kilo Pulver, 1.500 Liter Löschschaum und bis zu 12.500 Liter Wasser mitführen. In Fachkreisen redet man auch von einer Wasserkuh. Ist es einfach schnell am Einsatzort zu sein mit viel Löschmenge, um einfach in den ersten Sekunden dieses Unglückes, was hoffentlich nie passiert, einsatzbereit zu sein mit viel Wasser, Schaum, das Feuer, die Gefahr einfach einzudämmen. Marco Huck ist Feuerwehrmann bei der Flughafenfeuerwehr am Baden Airport. Um dieses neue Löschfahrzeug steuern zu dürfen, musste er eine auf den Panther zugeschnittene Ausbildung absolvieren. Also diese Vorausbildung machen wir in Frankfurt 2 Wochen lang, die Flugzeugbrandbekämpfung. Und dann hier diese Einweisung machen wir in der Regel 4 Wochen. Da läuft man mit der Schicht mit und wird von den Schichtmitarbeitern trainiert. Anfahrübungen. 700 PS und 115 km/h Spitze lassen den 36 Tonnen schweren Panther innerhalb von 30 Sekunden jede Stelle auf dem Flugplatz erreichen. Die neuen Löschfahrzeuge können von einer Person gefahren und bedient werden. Modernste Steuertechnik macht das möglich. Unser Fahrer kennt auch das direkte Vorgängermodell, ein Rosenbauer Simba aus dem Baujahr 1986. Für uns vergleicht er die beiden Fahrzeuge. Ja, das ist allein schon mal diese Technik, diese fortschrittliche Technik. Das ist ein großer Sprung jetzt zum Simba. Ja, und macht einfach Spaß. Die Erfüllung international gültiger Brandbekämpfungsvorschriften an Flughäfen, auch im Hinblick auf den Airbus A380, machten es nötig, die beiden fast 25 Jahre alten Fahrzeuge gegen neue und leistungsstärkere Löschfahrzeuge auszutauschen. Ja gut, er hat ja auch sein Dienstalter erreicht gehabt. Trotz der vielen Pflege, viel Reparatur dann und häufig in der Werkstatt. Die alten waren noch verhältnismäßig gut, aber aufgrund unserer Verkehre am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden und aufgrund der Ausfallzeiten eines der beiden Fahrzeuge in erster Linie war es einfach unabdingbar, weil ein großes Maximum unseres Betriebes hier ist Sicherheit, Sicherheit für unsere Fluggäste, Sicherheit für unsere eigenen Mitarbeiter. Und das hat uns dazu bewogen, dieses Angebot, das einfach ein Zufall auch war am Markt, relativ schnell für uns zum Positiven einzusetzen. Bei einem Neupreis von rund 800.000 Euro pro Fahrzeug stellen die beiden Panther eine große Investition für den aufstrebenden Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden dar und sorgen für noch mehr Sicherheit für die in 2010 zu erwartenden über 1,2 Millionen Fluggäste.